Stunde machen. Eine, gar nicht eine ganze Stunde, sondern wir machen einen kleinen Warm-up, Streichungen, Körperkontakt. Und dann möchte ich mit euch das Rollen an der Wand in verschiedensten Formen machen. Das heißt von der Front, von oben nach unten, von unten nach oben, von hinten das Gleiche und von beiden Seiten auch von oben nach unten. Und wir machen das zusammen. Ich mache einfach ein bisschen mit. Und ihr werdet feststellen, wenn ihr das mal ein paar Mal gemacht habt, dass ihr sehr viel, dass es sehr gut für die Wirbelsäule ist, aber auch für die Kraft in den Beinen und für die Offenheit in den Schultern und. Ihr braucht dafür zum Beispiel eine Tür oder eine Wand, am besten eine glatte Wand. Man kann auch einen Spiegel nehmen, das ist kein Problem. Ja, gut, dann fangen wir einfach damit an. Geh einfach mal etwas mehr als hüftbreit, vielleicht einen Hauch weiter auseinander. Lass die Arme hängen, nimm dich mal wahr. Und lass dich so tief werden, sodass du dich verankerst quasi, so einen satteren Kontakt zum Boden bekommst. Dann atme mal ein paar Mal tief durch, tief ein, tief aus, durch die Nase am besten. Der Mund ist ein Hilfsorgan. Wenn wir zum Beispiel zu viel Wärme haben, können wir durch den Mund sowohl ein- wie auch ausatmen. Nur wenn du das zu viel machst, wirst du feststellen, dass es einfach, dass deine Kehle trocken wird. Und die Luft eben halt, dieses Befeuchten der Luft ist durch die Nase. Allerdings, um Kühle in das System hineinzubringen oder Hitze aus dem System herauszubringen, kannst du besser über den Mund arbeiten. Wenn du tief ausatmest über den Mund, bringst du Wärme, zu viel Wärme vom Körper nach außen. Und wenn du tief durch den Mund einatmest, dann bringst du Kühle in den Körper. Okay. Du hast jetzt ein paar Mal tief rein- und ausgeatmet. Und dann nimm mal den Kontakt wahr zum Boden. Und deine Füße und die Fußgelenke, die Unterschenkel, die Knie und die Oberschenkel, die Hüften, den Kontakt zum Boden. Dann geh zu den Händen und diesen Raum um die Hände herum. Handgelenke, Unterarme, Ellbogen und Oberarme, die Schultern, den Kontakt zum Raum um die Hände und die Arme, dann geh mit dem Bewusstsein mal ins Becken, an den untersten Punkt vom Becken und den Kontakt zum Boden. Den Beckenraum, den Bauchraum, den Übergang Bauchraum, Brustraum, das Zwerchfell, diesen Engpass und den Raum im Brustkorb, den Raum im Hals, den Raum im Kopf, mal diesen ganzen Raum im Körper. Den Raum im Körper als Ganzes und dann den Körper als Ganzes und dann mal den obersten Punkt vom Körper und dann geh mal zum Nacken, an den untersten Punkt vom Nacken. Und von dort aus geh in den Kontakt zum Raum vor dir, dem Raum auf einer Seite neben dir, dem Raum.
hinter dir, den Raum auf der anderen Seite, den Raum unter dir und den Raum über dir. Diesen ganzen Raum um dich herum, den Raum um dich herum als Ganzes, den Körper als Ganzes, den Raum in dir und dann mal den Atem, der Atem, der im Moment gerade ist, Atembewusstsein. Das Bewusstsein, dass der Körper atmet und du folgst dem Raum nach außen und nach innen, diese Verbindung. Zwischen dem äußeren und dem inneren Raum, der Atem, das Bindeglied. Und dann lass uns den Atem verstärken. Tiefer ein- oder ausatmest, das andere geschehen ist. Und dann streck mal die Finger, mach Fäuste, beweg die Hände, die Arme, die Füße, streck dich, beweg dich ein bisschen. Okay. Lass uns als erstes dieses Streichen machen. Du gehst an deinen unteren Rücken. Es gibt ein gesondertes Video, um zu erfahren, wie dieses die 8, wie das läuft, um das für sich separat zu üben, wenn man es schon mal gemacht hat. Dann lass uns das zusammen machen. Also, du legst die Hände an den unteren Rücken und dann gedreht. Und du gehst die Beine hinten runter, mach das ganz locker, vorsichtig, innen hoch, dann geh nach hinten, hinten den Rücken hoch, den Umweg über die Achse, Scheitel und vorne in der Mittellinie, bis unterhalb des Bauchnabels. Und lass uns einfach mal circa eine Minute jetzt streichen, wie schnell du das machst. Ist gar nicht wichtig. Du kannst es langsam, du kannst es schnell machen, du kannst im Kontakt sehr sein. Aber versuch die ganze Zeit in Berührung zu sein. Und in deinem Tempo mitzumachen. Sekunden. Und du kommst entweder von oben runter und bleibst stehen oder von unten hoch und bleibst stehen. Leg die Hände mal übereinander auf den Bauch und atme mal gegen die Hände. Tief ein, tief aus. Wenn du in deine Handflächen atmen möchtest. Und dann machen wir das gleiche im freien Raum. Wir gehen nach oben und wir machen eine satte Minute, vielleicht ein bisschen länger. Die Hände, Handflächen zeigen nach unten, du gehst seitwärts hoch, nach hinten einen großen Bogen und locker. Diese 8. Auch wieder in deinem Tempo, langsam oder schnell. Hauptsache, du bist bei dir. Du kannst den Atem
stärken. Schön locker. Okay? Ein. Nächste, wo wir uns diagonal strecken, so hin und her gehen. Das auch wieder eine Minute. Schau der Hand hinterher. Wir machen jetzt das circa eine Minute und dann wechseln wir. Gleichen Bewegung, einfach dieses Hin und Her. Schau immer wieder der Hand hinterher, streck den diagonalen Fuß. Und dann wechsel, indem du den Kopf vorne lässt. Beine machen genau das Gleiche, nur dein Kopf schaut die ganze Zeit fast entgegengesetzt über die andere Schulter. Geh so hin und her, schön locker. Es geht darum, locker zu werden. Damit die Wirbelsäule und die Beine und alles gut vorbereitet ist. Für den eigentlichen Mittelteil. Noch ein paar Sekunden. Hin und her. Hin und her. Und locker. Lass die Arme mal auf den Körper gehen. Geh ein bisschen weiter auseinander. Die Beine in so einen Reiterstand. Und versuch mal die Arme locker zu lassen, ganz locker, ganz bloß die Arme auf den Körper schlagen. Du schlägst nicht, sondern lässt die Arme ganz locker und nimmst den Schwung aus den Hüften. Mach auch circa eine Minute. Schön locker. Den Atem darauf fokussieren. Muss aber nicht, lass den Körper auch einfach atmen lassen, wie er möchte. Nur die Arme ganz locker lassen. So, noch ein paar Sekunden. Und dann ist die nächste. Wir gehen über. Pausenlos. Und du wirfst jeweils die Hand zwischen die Schulterblätter. Wichtig ist, dass das locker ist. Ja, locker lassen, einfach werfen, auch eine knappe Minute. Sehr locker. Auch hier nehme ich den Schwung aus den Beinen heraus und schmeiß die einen einfach nach hinten und das Aufschlagen. Den Körper wird einfach darauf reagieren. Macht sehr den Trapezius locker, die Verspannung zwischen den Schulterblättern hin, mit der Zeit auch die Arme, Handgelenke, alles. Und umso mehr du die Energie aus den Beinen holst, umso weniger brauchst du die aus deinem eigentlichen Reservoir zu nehmen. Du produzierst quasi Energie. Okay, so. Jetzt werden wir uns noch so ein bisschen aufrollen als Vorbereitung. Du machst den Kopf
Schultern. Versuch dich nach unten zu rollen, wie weit auch immer. Und dann streck dich mal und dann roll dich wieder hoch. Bis du gerade stehst und dann beginn wieder beim Kopf. Wirbel für Wirbel abrollen, nach unten. Wie tief auch immer das sein mag, einfach aufrollen und runterrollen. Auch wieder eine knappe Minute. So, wir gehen an die Wand. Du nimmst nachher ungefähr eine Fußlänge von der Wand entfernt, stehst du mit deinen Füßen, ungefähr eine Fußlänge. Und wir beginnen mit dem Kopf, vom Kopf aus. Du gehst an die Wand, Nase, Kinn, Hals, Brustbein, Bauch, bis zu den Hüften, den Knien und zurück. So, wieder von oben beginnt sich mehr und mehr abrollen. Einfach mitmachen. Wir machen das jetzt einfach mal, jede von diesen Bewegungen circa 2 Minuten. Immer wieder, also nicht zurückgehen, sondern das System auch im Gehirn zu fordern, dass es einen Anfang gibt und ein Ende. Nicht, dass das Ende ein Anfang ist wieder. Nase, Kinn, langsam aufrollen. Zwei, drei Mal. Dann haben wir ungefähr 2 Minuten. Einmal. Okay. So. Wir gehen jetzt einfach mal so hin und her, also bleiben nicht stehen, sondern ich versuche jetzt einfach mal die Seiten zu wechseln. Jetzt, ne, du hast dich gedreht und wir beginnen oben am Kopf wieder. Du gehst mit dem Kopf an die Wand und den Nacken, die Brust, Wirbelsäule. Du lässt alles an der Wand. Gehst dann weg. Versuch also so weit wie möglich alles an der Wand zu lassen, was du
in Kontakt. Du versuchst die Wirbelsäule komplett an der Wand zu lassen. Die Schultern so ein bisschen nach vorne und dann das Becken, um wieder hochzukommen. So wenig wie möglich mit Schwung. Kannst du die Distanz zur Wand hin modifizieren, so dass das für dich klappt. Auch das Hochkommen wieder, dass die Beine und Hinterkopf abrollen, Nacken. Wirbelsäule, die Schultern sanft nach vorne, sodass die Wirbelsäule, auch die Lendenwirbelsäule in Kontakt kommt zur Wand. Stück für Stück. Das Ganze auch mal jedes 5 oder jedes 10 Minuten machen. Dann weiß man mal, wie lang das sein kann. Mach noch einmal. Dann haben wir circa 2 Minuten. Okay. Dann drehen wir uns und starten wieder von oben. Diesmal die Seite. Du gehst in Kontakt mit dem Arm, mit dem Latissimus, ne, der Seite, Taille und zurück. Lass den Arm sinken. Hand, Unterarm, Ellbogen, Oberarm, Schulter. Du drückst mit dem Bein auf den Boden, um zum Stehen zu kommen. Wieder circa 2 Minuten. Die Übung mag relativ leicht aussehen, hat es aber schon auch in sich. Schön rollen. Seitwärts. Den Arm vielleicht sogar noch ein bisschen nach hinten bringend. Also hinter die Schulter. Es öffnet die Schultern. Mach noch 2-3 Mal. Okay. Drehen. Gleiche, andere Seite. Beginn. Dass dein Stand so modifizierst, dass das funktioniert. Auch wieder
meine Arme ein bisschen nach hinten öffnet. Die Schulter roll ich an die Wand, ziehe ich mit dem Arm und drücke dich mit dem Bein. Den Atem so sein lassen, du kannst den Atem auch führen. Circa 30 Sekunden. Noch einmal. Okay. Halbzeit, jetzt das Ganze von unten. Du stehst wieder mit der Front zur Wand. Und jetzt beginnen wir bei den Knien. Ja, erst die Knie, das Becken und du rollst dich weg, bis der Kopf sich abdrückt. Beginn also an den Knien, Knie, Hüften, Bauch, Brust, Kopf und zurück. Wieder 2 Minuten. Wie weit du wegstehst, musst du für dich selber ausprobieren. Und du rollst dich weg von der Wand, ja? Die Knie, alles was sie man berührt, geht dann weg. Das Ganze ist eher punktuell, nicht in die Fläche gehen, sondern weggehen. Das heißt, deine Fersen drücken auch durch den Boden. Das heißt aber, beim Runtergehen kann die Ferse natürlich sich so ein bisschen heben. Auf die Fußgelenke. Noch ein paar Mal. Und dann haben wir hier die 2 Minuten. Gedreht, gleiches Spiel, von unten beginnend, ja, geh mit dem Gesäß an die Wand und dann roll weg, das Becken geht weg, du ziehst dich hier vorne zusammen, Brustkorb, Nacken, Hinterkopf, stehen, Kreuzbein und Wirbel für Wirbel, aufrollend. 2 Minuten. Versuch so wenig wie möglich gegen die Wand zu fallen, sondern das Ganze in Berührung zu gehen und dich vorne zusammenziehen.
Zweimal. Das Aufrollen von der Seite her. Du machst dich rund, die Hüfte und gehst jetzt weg und weg. Hüfte, Taille, Latissimus, Arm, bis die Hand dich wegdrückt. Okay, 2 Minuten. Atem. Gut. Die letzte Seite. Wieder 2 Minuten, andere Seite. Den Arm gehoben, den ich zur Seite schiebe. Die Hüfte an die Wand und dann roll ich weg hoch, um dich dann mit dem Arm wegzudrücken. Hüfte, Taille, Brustkorbseite. Schulter an. Schön ohne zu fallen. Wie gesagt, die Entfernung zur Wand. Modifiziere die so, dass das klappt, lass dir einfach Zeit, dass du nicht fallen musst. Und wenn du merkst, du wirst müde, mach einfach langsamer oder geh ein bisschen näher, mach das Ganze feiner, je nachdem, wie dein Tag ist oder war, was du vorhast. Es geht darum, wirklich den ganzen Körper in diese Bewegung zu bringen. Okay. So. Okay. Jetzt werden wir ein wenig noch verbringen, die Wirbelsäule. Die freie Energie von den Muskeln, die wir jetzt, die wir offen gemacht haben, durch Drehbewegung steigt das tendenziell nach oben. So, dafür gehst du mit einem Fuß über das andere Bein, das eine Bein unter, und bringst das Knie unten drunter. Wie tief auch immer, gehst du zurück und
zur anderen Seite. Das machen wir jetzt einfach 2-3 Mal. Einfach hin und her in deinem Tempo. Dass die Beine vorbereitet sind. Du gehst runter und mit dem Arm um das Bein und du drehst dich und zurück und dann machen wir das gleiche auf der anderen Seite. Den anderen Fuß runter, dreh, runter, zurück. Andere Seite, runter. Lass einfach mal schüttelt aus. Deine Knie sind locker. Schön locker. Locker, locker. Ja, eine Stunde geht es um locker lassen, Kontakt gehen. Raum, Spannung, schön locker. Okay. Schönen Abend noch. Es hilft jetzt, vielleicht sich auch ein bisschen zu setzen oder zu knien, vielleicht auch zu stehen. Aber du kannst auch deinen Tag ein